Zwischen den Weihnachtsfeiertagen habe ich einen kleinen Fotoausflug gemacht, an einem ganz gewöhnlichen Ort, den jeder, der hier im Ort wohnt oder in den umgebenden Orten kennt. Und das ist die Pestsäule, die sich zwischen Lippersdorf und Reifland befindet. Und mit der Pestsäule hat es Folgendes auf sich. 1680 hat im Ort letztmalig die Pest gewütet und in den Ort hat ein Fremder, der in Raunstein übernachtet hat, hat die Pest hereingebracht. Die Leute sind alle in den umliegenden Wäldern geflüchtet, haben sich dort Hütten gebaut, weil sie gedacht haben, die können der Pest so entfliehen. Und doch hat es einige wieder in die Stadt gezogen, weil sie die Kranken und Sterbenden besuchen wollten und pflegen wollten. Und dann ist natürlich auch in den Hütten die Pest ausgebrochen. Und inmitten dieses Geschehens gab es einen Pfarrer, den Pfarrer Johann Meyer aus Reifland. Der hat durch die Pest natürlich auch seine Tochter verloren, hat aber eifrig weitergemacht, war am Ende aber ausgebrannt und hat von dem Lippersdorfer Pfarrer Rümmler einfach nochmal geistlichen Segen erbeten, weil er gedacht hatte, ihm hat auch das letzte Stündchen geschlagen und er wird auch bald sterben. Pfarrer Rümmler hat sich nicht richtig getraut. Sie haben dann, weil es Ein- und Ausgangssperren in Reifland und auch in Lippersdorf und in Lengefeld gab, dann haben die sich getroffen zwischen Reifland und Lippersdorf. Und dort hat dann der Pfarrer Rümmler dem Pfarrer Johann Meyer aus Reifland noch das letzte Abendmahl gegeben. Es war übrigens nicht ganz das letzte Abendmahl, denn er war dann noch bis 1988 war er Pfarrer. Er hat also die Seuche überstanden. Das nur vielleicht zu dem Denkmal, bei dem ich war jetzt an den Feiertagen. Und eigentlich ist ja das Thema heute, wie kann ich ganz alltägliche Dinge, wie kann ich einen Blick dafür bekommen und die auch so fotografieren, wie sie vielleicht noch nicht im Internet zu sehen sind, wie man sie vielleicht noch gar nicht fotografiert hat. Und der erste Tipp ist, beobachte dein Umfeld. Wenn du öfter an solchen Sachen vorbeifährst, bleib einfach mal stehen und geh einfach mal um das Motiv herum und guck das Motiv aus verschiedenen Perspektiven an. Ich bin jetzt mal auf die andere Seite gegangen. Hier seht ihr nochmal die Pesteiche. Dahinter seht ihr die Pestsäule. Und mein Ziel war es eigentlich beim letzten Rundgang, den ich hier gemacht habe, da stand ich ja auf der anderen Seite, dass ich die Pesteiche und die Pestsäule in einem Bild zusammen drauf bekomme. Und da wird man feststellen, dass das Motiv, also das ein und dasselbe Motiv ganz unterschiedlich wirkt. Und man kann also zig verschiedene Fotos machen von dem ein und denselben Objekt. Und das habe ich auch gemacht mit der Pestsäule und bin einfach mal ein Stück auf dem Feld gegangen und wollte das Denkmal, das ist eingerahmt von zwei Bäumen, und das Denkmal, das wollte ich einfach fotografieren mit einer Telewirkung und im dramatischen Himmel im Hintergrund. Habe mich dann am Ende entschieden für eine Schwarz-Weiß-Entwicklung, weil die Farben ganz einfach grün, braun, ein bisschen blau war noch mit dabei. Gut, die hätten vielleicht was hergegeben, aber ich habe mich für eine Schwarz-Weiß-Entwicklung entschieden, weil einfach der Himmel dann zu dramatisch wurde und ich denke, das passt einfach zu dem Denkmal. Also der erste Tipp, bleib stehen, geh öfter zu dem Motiv bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen und wechsel die Perspektive, beobachte das Motiv einfach mal aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Der zweite Tipp, nutze die Schwarz-Weiß-Entwicklung. Es gibt besonders jetzt in der Jahreszeit, wo wenig Farben da sind, die wunderbare Möglichkeit, Bilder in Schwarz-Weiß zu entwickeln. Wie das funktioniert, wie ich immer Schwarz-Weiß entwickle, das kann ich auch gerne noch mal in einem extra Video zeigen, wem es interessiert. Durch die Schwarz-Weiß-Entwicklung kann ich aber auch störende Elemente, die man in der Landschaftsfotografie immer hat, oder wenn man zum Beispiel minimalistisch fotografiert, da kann ich störende Elemente im Bild gezielt abdunkeln. Ich habe nur noch hell und dunkel. Und hier funktioniert auch die Vignette, also dieses runde Abdunkeln vom Bildrand hin, wunderbar. Das funktioniert mitunter bei Farbbildern nicht so sehr, dann wirkt es sehr schnell gekünstelt. Aber hier bei Schwarz-Weiß-Bildern könnt ihr es gerne mal probieren. Das ist ein richtig tolles Mittel, um hier ein Schwarz-Weiß-Bild noch ein bisschen aufzuwerten und den Fokus auf das Motiv zu lenken. Also, zweiter Tipp, Schwarz-Weiß-Entwicklung, besonders hier in der tristen Jahreszeit, nicht gerade im Herbst, aber selbst im Herbst kann man sowas mal probieren. Einfach mal probieren und ein bisschen rumspielen. Vor der Pestsäule befindet sich noch ein sogenannter Peststein mit den Initialien der beiden Pfarrer. Und in der Mitte, das soll dann wohl der Abendmahlskelch darstellen, fand ich auch ganz interessant. Gegenüber dieser Pestsäule steht eine Eiche, eine sogenannte Pesteiche. Was es mit der auf sich hat, das hat sich mir nicht so richtig erschlossen aus der Literatur.
Wer das weiß, was es mit der Pestsäule auf sich hat, der könnte es gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Es gibt dazu widersprüchliche Angaben, aber so richtig schlau geworden bin ich daraus nicht. Es soll wohl der wahre Ort sein, an dem dieses Ritual stattfand. Und die Pestsäule ist eben dann 50 Meter weiter links dann an der Straße gebaut worden. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr es reinschreiben in die Kommentare. Ich fasse nochmal zusammen. Schwarz-Weiß-Entwicklung, besonders in der kalten Jahreszeit, ist immer eine gute Perspektive. Das macht ein Bild dramatisch. Störende Elemente kann man mit Schwarz-Weiß-Entwicklung sehr gut entfernen, indem man die Tiefen nutzt, bestimmte Bildbereiche abdunkelt oder bestimmte Bildbereiche aufhält. Man kann mehr Dramatik ins Bild bekommen. Was wichtig ist bei der Schwarz-Weiß-Entwicklung, dass wir auch richtig schwarze Bereiche haben. Also nicht nur Graubereiche und Zwischentöne, sondern es heißt ja Schwarz-Weiß. Und deshalb, die Dramatik kommt wirklich nur erst zum Vorschein, wenn man schwarze und auch weiße Bereiche im Bild hat. Und der zweite Tipp, wechselt die Perspektive und guckt euch das Motiv von allen Seiten an. So, und jetzt gibt es noch ein bisschen was im Video zu sehen und am Ende noch die Bilder. Ich wünsche noch ein gesundes neues Jahr allen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. Und ich bin jetzt hier ein bisschen weiter runtergelaufen und bin ungefähr 500, 600 Meter von der Pestsäule entfernt und habe jetzt gemerkt, wenn ich jetzt die zwei Bäume, die ihr vielleicht hier vorne sehen könnt, die Pestsäule jetzt umschließen, mit einem 135 mm Teleobjektiv fotografiere, im Hintergrund die herrlich vorbeiziehenden Wolken, könnte das ein richtig tolles Motiv ergeben. Und das zeige ich euch jetzt mal in der Kamera. Guckt euch das mal in der Kamera an. Ich habe jetzt hier die zwei Bäume, die Pestsäule in der Mitte mit dem Kreuz oben drauf. Leider ist rechts noch diese Stelle, wo man picknicken kann, aber das kann man ja dann am Rechner wegmachen. Und dann auch noch so ein komisches Schild. Ich glaube, das ist die Straßenmeisterei, das Schild der Straßenmeisterei. Viel Himmel habe ich drauf. Und was ich ganz spannend finde, ich will mal die Belichtung ein bisschen erhöhen. Ihr seht das hier. Hier sieht man es vielleicht. Das Feld, das braune Feld und dann weiter oben die Wiese. Also zwei so schmale Streifen, die wollte ich gerne unten lassen. Das finde ich ganz spannend. Und da werde ich wahrscheinlich zwei Belichtungen machen, dass der Himmel korrekt belichtet ist. Da wird mir dann unten das Feld zu dunkel und dann noch eine Belichtung, wo dann der Streifen korrekt belichtet ist. Oben drin in der Pestsäule war auch noch eine Holzschnitzerei, die ist leider gestohlen worden, die ist zweimal gestohlen worden. Und so ist heute einfach nur dort ein Loch. Wäre vielleicht mal wieder eine schöne Sache, wenn sich jemand bereit erklärt und dort wieder dieses Bild schnitzt aus Holz, so dass es nicht wieder geklaut werden kann. Das wäre schon schön.